Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute bekommt ihr meinen Eindruck zu Titanfall 2. Das erste Titanfall war ein Xbox- und PC-Exklusivtitel, jetzt der zweite Teil erscheint auch auf PS4, auf der Plattform habe ich das Spiel auch für euch getestet. Die Titanfall-Reihe wird von Respawn Entertainment entwickelt und dieses Studio besteht aus vielen der Entwickler, die damals an der Call of Duty Modern Warfare-Reihe beteiligt waren. Ich fand den ersten Teil damals ziemlich cool, das war auf jeden Fall mal was anderes, denn in diesem Spiel wurde viel Wert auf Movement gelegt, Wallruns und so weiter wurden von Titanfall wieder in die Shooter-Gemeinde sozusagen eingeführt, jetzt haben das ja sehr viele Spiele mittlerweile wieder abgeschaut. Die andere Hälfte von Titanfall sind eben die Titans, große Mechs, die in ein Spiel reinrufen könnt nach einer gewissen Zeit und die eigene Waffen und Fähigkeiten haben. Und das ganze Spiel, die Maps und so weiter, sind eben um diese Gameplay-Dualität aufgebaut. Als Pilot seid ihr, wie gesagt, sehr schnell unterwegs und als Titan seid ihr eben etwas langsamer unterwegs, dafür aber eine gepanzerte Todesmaschine. Als Pilot kann man eben auch die einzelnen Titans der Gegner und Freunde reiten. Das nennt sich dann Rodeo. Auf dem gegnerischen Titan kann man dann Schaden anrichten und das Ganze hatte im ersten Teil schon einen wunderbaren Fluss, denn die großen Matches waren so aufgebaut, dass man eben gleichzeitig noch AI-Gegner hatte, die eben ja ein richtiges Schlachtfeldgefühl gegeben haben und man hat eben damit immer was zu tun gehabt. Die größten Kritikpunkte am ersten Teil waren tatsächlich, dass dieser gar keinen Singleplayer-Modus hatte. Damals hat Respawn das Spiel halt auch in einem sehr kurzen Zeitraum entwickelt und deswegen eben die Priorität auf den Multiplayer gesetzt. Das Multiplayer-Gameplay ist aber durch die Bank weg gut angekommen. Das einzige Problem war, dass es offensichtlich nicht so eine langwierige Progression hat wie Call of Duty. Man hatte zwar Prestige-Ränge und so, aber man hat eben über die Zeit nicht so viel freigeschaltet und eben nicht so viele Loadout-Optionen. Dafür war das, was da war, eben sehr sinnvoll, aber man hatte eben nicht konstant dieses Slot-Machine-Gefühl, was einem eben Call of Duty gibt, wo man eben für alles permanent belohnt wird. Daher hat das Spiel trotz super guter Wertungen die Leute damals nicht lange bei der Stange halten können, aber die allgemeine Meinung war auf jeden Fall positiv, so dass sich sehr viele Leute auf Titanfall 2 gefreut haben, unter anderem auch ich. Respawn Entertainment hat im zweiten Teil sich diese Kritik wirklich zu Herzen genommen. Zuallererst gibt es jetzt einen Singleplayer-Modus und was für einen Singleplayer-Modus, den fand ich extrem großartig und ich war fast schon traurig, als er vorbei war. Der dauert nämlich nur so 4 bis 5 Stunden. In diesem Singleplayer-Modus kommt er eben über verschiedene Umstände dazu, ein Pilot zu sein von so einem Titan und gameplay-technisch spielt das Ganze eben zur Hälfte als Pilot, zur Hälfte als Titan und wird nie langweilig, denn die einzelnen Levels, die einzelnen Set-Pieces waren wirklich ziemlich großartig und super innovativ. Ich möchte das hier auch ein bisschen spoilerfrei halten, aber was die da teilweise für Mechaniken auspacken, wie die diesen Wallrun und diese einzelnen Mechaniken, die das Spiel eben nun mal auszeichnen, in der Kampagne einsetzen, fand ich absolut großartig. Es war tatsächlich auch so, dass ich diesen Singleplayer am Stück durchgespielt habe. Ich konnte den Controller einfach nicht aus der Hand legen. Also mich persönlich hat es sehr mitgerissen. Auch die Story war okay. Auf jeden Fall die zwei Hauptcharaktere, das ist einmal euer Titan, BT, und ihr selber, der Pilot, haben eine super lustige Chemie. Das Ganze fühlt sich einfach so ein bisschen an wie so ein 80er-Jahre-Buddy-Cop-Movie und hat einfach extrem viel Charme, fand ich. So, dass ich sogar seit langer Zeit mal wieder vielleicht darauf hoffe, dass sie einen Story-DLC machen, weil ich einfach mehr davon spielen möchte. Oder zumindest dann die nächste Kampagne in Titanfall 3 nochmal ein Stück länger ist, weil ich fand es, wie gesagt, einfach ziemlich großartig. Wenn man auch so ein bisschen Retro-Gamer ist, merkt man ganz stark, dass das Spiel sich so bei ganz alten Spielen ein bisschen bedient, nämlich sowas wie Mega Man oder so, was ich total überraschend und lustig integriert fand. Man hat nämlich die Fähigkeit mit seinem Titan, die Loadout-Fähigkeiten der anderen Titans zu übernehmen, sodass sich das über den Spielverlauf immer ändert. Darüber lernt man eben auch die verschiedenen Titans im Multiplayer sehr gut kennen. Und am Ende jedes Story-Abschnitts gibt es eben so einen kleinen Boss-Fight mit einem anderen Titan, der spezielle Fähigkeiten hat. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig, weil ihr am Ende habt ihr den platt gemacht und könnt eben seine Fähigkeiten übernehmen. So ein bisschen wie, ne, in Mega Man. Auf jeden Fall eine meiner liebsten Shooter-Kampagnen dieses Jahr und es war wirklich ein verdammt gutes Jahr für Shooter-Kampagnen. Shadow Warrior, Doom, die Call of Duty Infinite Warfare-Kampagne, wenn ihr mein Video dazu gesehen habt, mein Review, war auch ziemlich großartig. Also ich weiß nicht, was los ist, aber Shooter haben dieses Jahr auf jeden Fall eine ganze Menge coole Kampagnen abgeliefert. Und Titanfall 2 reiht sich da eben mühelos oben mit ein. Im Multiplayer haben sie sich die Kritik am ersten Teil auch sehr zu Herzen genommen, denn hier hat man jetzt definitiv viel mehr Anpassungsoptionen und viel mehr zu tun und freizuschalten. Die Waffen haben Perks und Attachments, die man freischalten kann. Man hat eben verschiedene Customizations,
Collection Optionen auch eben rein optisch für die einzelnen Titans. Da kann man dann cooles Artwork und verschiedene Camos drauf machen, genauso eben auch auf die einzelnen Waffen und für euren Piloten. Dennoch ist das Ganze natürlich nicht ganz so ausschweifend, wie das in Call of Duty üblich ist, aber ich finde, die einzelnen Waffen fühlen sich alle ziemlich sinnvoll und unterschiedlich an, sodass man das Gefühl hat, dass die alle für eine gewisse Situation gut geeignet sind. Dabei ist das Loadout eures Piloten ein bisschen ähnlich wie eben in so einem Call of Duty aufgebaut, dass ihr verschiedene taktische Sachen habt, wie Granaten oder in diesem Fall brennende Schuriken, die Napalm irgendwo hinballern oder Grappling-Hooks und Unsichtbarkeit und andere aktive Fähigkeiten, die euch eben im Kampf helfen können. Bei den Titans auf der anderen Seite scheinen sie ein bisschen von klassebasierten Spielen wie Overwatch inspiriert zu sein, denn die Titans sind diesmal tatsächlich einfach wie Heroes. Die haben ein festes Loadout und feste Fähigkeiten. Ihr könnt dann zwar noch Verbesserungen für einzelne Fähigkeiten dieses Loadouts freischalten, die da eben unterschiedliche Sachen machen, aber ihr wählt quasi eure Klasse. Und wenn ihr einen Titan seht, dann wisst ihr ungefähr, was der machen kann. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Die verteidigen sich unterschiedlich. Der eine hat zum Beispiel ein stationäres Schild, was er hinstellt. Der andere hat ein Schild an seiner Minigun, was nur einen kleinen Bereich, wohin er zielt, eben abdeckt und so weiter. Dann gibt es natürlich auch wieder dieses Magnetschild, wo man die Kugeln mit auffangen und zurückschleudern kann. Die haben alle unterschiedliche Superfähigkeiten, also sehr wie in Overwatch und eben sehr distinkt, sodass jeder Titan sich anders anfühlt. Am Anfang dachte ich, es wäre sehr cool, da unterschiedliche Waffen noch zu haben und so weiter. Und sicherlich wäre das auf jeden Fall lustig gewesen, wenn da zumindest ein bisschen mehr Varianz gewesen wäre. Es gibt zwar, wie gesagt, Fähigkeiten, die man wechseln kann, aber nichts wie zum Beispiel eine neue Waffe oder sowas. Aber irgendwo macht es auch Sinn, weil dann weiß man eben direkt, mit was man es zu tun hat. Und es ist halt, wenn man es vor diesem Hintergrund betrachtet, dass es eben ein klassenbasiertes Ding ist wie in Overwatch, irgendwie eine lustige Mischung aus so einem typischen Call of Duty Multiplayer-mäßigen Gameplay als Pilot, was natürlich in diesem Fall viel schneller und mobiler ist, und eben auf der anderen Seite so einem klassenbasierten Overwatch-mäßigen Multiplayer. Das Level-Up-System ist hier auch diesmal anders gelöst. Man hat nämlich tatsächlich keine Experience-Points, sondern man bekommt Merits. Also das sind einfach Auszeichnungen für gewisse Sachen, die man im Match schafft. Also wenn man viele Kills hat, wenn man wenig gestorben ist, wenn man am Ende, es ist wie im ersten Titanfall so, wenn man verloren hat, eben in das Schiff kommt, um zu flüchten vom Schlachtfeld, oder auf der anderen Seite, wenn man das Schiff abknallt, als das Team, das gewonnen hat und so. Also man bekommt eben für einzelne Leistungen eine Belohnung, sodass man eben seinen Charakter und seine Waffen schneller hochlevelt. Eine andere lustige Sache, wo sie eben mal wieder versuchen, ein bisschen innovativ zu sein, ist so eine Art offenes Clan-System. Das Ganze nennt sich eben Networks und da könnt ihr eben verschiedenen, ja, Netzwerken beitreten, die dann einfach so, wenn man davon Teil ist, präferiert miteinander spielen. Das heißt, wenn ihr eine Interessengruppe habt, zum Beispiel einer bestimmten Videospiel-Webseite folgt und so, könnten die ein Network haben und ihr spielt dann mit denen hauptsächlich zusammen, wenn da welche von online sind. Ihr seht dann auch eben ganz schnell und leicht, wer da spielt. Ihr habt einen offenen Gruppenchat, wenn ihr das wollt, wo ihr direkt mit den Leuten quatschen könnt. Und diese Networks können eine Happy Hour setzen, selber, wo ihr dann eben extra Merits bekommt, wenn ihr spielt. Also wenn dann die Leute irgendwie wissen, die sind gleichzeitig zu einer gewissen Zeit online, können die dann eben ihre eigene Happy Hour dahin setzen. Ziemlich lustig. Das Gameplay ist wie im ersten Teil eben immer noch super actiongeladen und schnell. Es gibt ein paar neue Modi wie Bounty Hunt, wo man eben so eine Art Reverse Capture the Point hat. Man sammelt über das Match, indem man AI-Gegner und Spieler im anderen Team umlegt, eben Geld, das man dann in gewissen Zeitrahmen an so Capture Points abgeben kann. Dabei muss man dann eben aufpassen, denn diese Capture Points sind dann Hot Zones, wo eben auch ein Gegner auf euch lauern könnte, der euch die Kohle wieder stiehlt. Der klassische Attrition-Modus ist glücklicherweise wieder dabei. Das ist einfach eine Art Team-Deathmatch, aber mit AI-Gegnern dazu, sodass das da eben die ganze Zeit total rund geht. Allgemein, auch was die Maps angeht, bin ich mit dem Multiplayer sehr zufrieden. Und ich muss sagen, ich habe es in meinem Call of Duty Infinite Warfare Video schon gesagt, dass mir der Call of Duty Multiplayer dieses Jahr nicht so viel Spaß macht. Ich glaube, Titanfall ist dieses Jahr mein Go-To-Multiplayer-Game. Es ist jedes Mal, wenn ich es anmache, auf jeden Fall super witzig. Auch habe ich hier definitiv viel weniger Serverprobleme gehabt als in Call of Duty. Ich weiß nicht, was es ist dieses Jahr in COD, aber da scheint die Time-to-Kill entweder super niedrig zu sein oder irgendwas mit den Verbindungen nicht zu stimmen. Ich werde auf jeden Fall oft um die Ecke herum abgeknallt und so Sachen. Das fühlt sich einfach dieses Jahr komisch an. In Titanfall habe ich ähnliche Probleme bisher gar nicht gehabt. Was natürlich auch daran liegt, dass man eine höhere Time-to-Kill hat, eine längere Überlebenszeit, dass man einfach ein bisschen mehr auch noch die Vertikalität mit einbeziehen kann. Man kann auf die Gebäude drauf, auf fast alles, was man sieht, kann man draufklettern. Die Maps sind eben auf diese Mobilität ausgelegt, sodass es eben nochmal eine ganze Menge Skill zusätzlich zum Aiming erfordert, um in diesem Spiel die vertikalen Maps voll ausnutzen zu können. Also nochmal final. Ich bin sehr überzeugt vom Titanfall Multiplayer und ich sehe mich auch in Zukunft noch eine Menge davon spielen.
Es tut mir fast ein bisschen leid, dass mein Review jetzt erst rauskommt, aber ich hatte eben gerade super viel zu tun. Ich habe auch jetzt gerade eine Menge Games, die ich teste. Also einmal ist da jetzt noch Call of Duty Infinite Warfare, was ja schon rausgekommen ist. Dragon Ball Xenoverse 2 habe ich auch noch hier, bin ich noch nicht zugekommen. Robinson The Journey, ein weiteres PSVR-Game. Ihr wisst ja, ich habe auch viele PSVR-Games sowie auch das PSVR-Headset auf meinem Kanal getestet. Aber Titanfall ist auf jeden Fall ein Spiel, was eure Aufmerksamkeit verdient hat. Es hat halt wirklich sich das Feedback der Community zu Herzen genommen und ihr habt einen Singleplayer, der großartig ist. Ihr habt einen Multiplayer, der einfach auch großartig ist. Es ist ein cooles Gesamtpaket. Es macht mir selber persönlich eine Menge Spaß und viele, mit denen ich gesprochen habe, denen war gar nicht klar, dass Titanfall 2 rauskommt. Das liegt auch ein bisschen mit an EA. Das finde ich so schade. Die haben das Spiel zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt rausgebracht. Direkt nach Battlefield 1 und vor Call of Duty zwischen zwei der größten Shooter dieses Jahres. Es will nicht in meinen Kopf rein, dass sie quasi mit ihrem eigenen Titel Battlefield da in Konkurrenz stehen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber vielleicht wollten sie das einfach vor Call of Duty unbedingt raushauen, um einfach da so ein bisschen die Spielerbasis von Activision wegzuziehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merkt man halt, dass Titanfall sich jetzt am Anfang zwar gut verkauft hat und ich finde auch immer Spiele, aber es ist einfach nicht der Hit geworden, der es sein sollte eigentlich. Ich hoffe wirklich, die Leute geben dem Game nochmal eine Chance und das ist ein bisschen wie bei Rainbow Six Siege, was ja auch mit der Zeit erst eine große Spielerbasis aufgebaut hat und jetzt mittlerweile echt gut läuft. Ich kann mir auch gut vorstellen, so was ich unter meinen eigenen Videos und in verschiedenen Reddit-Threads und so gelesen habe, dass viele Leute dieses Jahr mit Call of Duty einfach nicht so zufrieden sind und dann möglicherweise halt eben dann Titanfall ausprobieren. Verkehrt wäre es nicht, wie gesagt, es ist ein Spiel, was ein super Gesamtpaket ist. Es ist ein Spiel, was auf jeden Fall eure Aufmerksamkeit verdient und das war mein Test zu Titanfall 2. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, ich würde mich sehr drüber freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ich werde auch noch ein Video machen, in dem ich Titanfall und das diesjährige Call of Duty miteinander vergleiche. Das habe ich ja im Call of Duty Review auch gesagt. Das Review zu Call of Duty und eben zu verschiedenen anderen Games, unter anderem eben auch PSVR Games und dem PSVR Headset und so weiter, findet ihr alles auf meinem Kanal. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Das war es auf jeden Fall mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.